Moin, ich bin Gambit-Spieler und ich begrüße euch zu meinem nächsten Video der Reihe Wir lernen Schach. Und in diesem Video geht es um die elementarsten Bauernendspiele, die es gibt beim Schachspielen. König und Bauer gegen König. Und das Ziel dieses Endspiels ist ganz schnell erklärt. Der Bauer soll auf die letzte Reihe, damit er sich in eine Dame oder einen Turm umwandeln kann. Doch wie macht man das am schnellsten und woran erkennt man, ob er durchlaufen kann oder nicht? Die zweite Frage, die kann man sehr schnell beantworten. Es gibt nämlich eine schöne Regel dafür, um es zu erkennen. Und zwar die Regel des Bauernquadrates. Was besagt sie und wie wird sie ausgeführt? Besagen tut sie Folgendes. Sobald der gegnerische König das Bauernquadrat im nächsten Zug betritt, kann er den Bauern schlagen, rechtzeitig, bevor der noch gefährlich werden kann. So, wie bildet man nun dieses Quadrat und was ist es überhaupt? Auch ganz einfach. Das Bauernquadrat bildet man, indem man von dem Feld des Bauern eine Diagonale bis zum Umwandlungsfeld zieht. Und dann kann man daraus hin das Quadrat bilden. Hier wäre das Ende dieser Diagonale, wie man hier sieht. Wenn man jetzt nach unten geht, ist das die eine Seite des Quadrates. Nach unten ist es die andere. Wenn der König nun in diesem Bereich im nächsten Zug betritt, kann er den Bauern schlagen. Aber gehen wir erstmal vom anderen Fall aus. Weiß wäre jetzt am Zug. Er macht ein Feld vor. Wir erneuern das Quadrat. Es ist nicht mehr so groß, weil hier ist der Bauer ja nicht mehr. Das heißt, Diagonale 1, 2, 3 und das Quadrat sieht folgendermaßen aus. Der schwarze König versucht den Bauern einzuholen, er betritt aber nicht dieses Quadrat. Er hat nicht diese Seite des Quadrates erreicht. Das heißt, der weiße Bauer kann wieder laufen und wieder laufen und kommt am Ende zur Umwandlung. Der schwarze König ist völlig machtlos. Was passiert aber, wenn jetzt Schwarz in dieser Stellung am Zug ist? Er betritt das Quadrat. Prüfen wir mal die Diagonale. Dann die Seite nach unten. Er ist im Quadrat drin. Jetzt kann er den Bauern fangen. Wenn der weiße Bauer weiterläuft, kann der schwarze König ihn ohne Probleme einfangen. Der weiße Bauer kann sich zwar noch in eine Dame verwandeln, aber der schwarze König kann die Dame daraufhin schlagen. Das heißt, Schwarz hält hier das Remis. Gut, dann denkt sich Weiß natürlich, wenn das der Fall ist, wenn der schwarze König das betritt, dann laufe ich mit dem König nach und unterstütze meinen Bauern. Das ist natürlich ein klasse Plan, doch hier kommen wir zur zweiten Regel. Wenn der König mit dem Bauern auf dem gleichen Feld ist, ist es eigentlich Außenremis, wenn Schwarz vernünftig spielt. Und wie spielt Schwarz nun vernünftig gegen? Er bleibt so lange wie möglich auf seiner Reihe. Das heißt, er geht erstmal nach Seite zurück. Wenn jetzt der weiße Bauer nach vorne zieht, kann der schwarze König nicht mehr die Reihe halten. Er kann natürlich zur Seite gehen. Aber das wäre sehr ungünstig, weil dann der weiße König nachzieht und in den nächsten Zügen den Bauern zum Umwandlung treiben kann. Also, nicht machen. Schlecht. Es gibt also nur eine Möglichkeit. Der schwarze König geht zurück. Er hat drei mögliche Felder. Das einfachste: es gibt zwei tödliche Felder und ein gutes Feld. Und zwar das einzig Gute ist, der König geht einfach ein Feld nach hinten. Einfach geradeaus. Die Begründung ist auch ganz simpel. Denn wenn der weiße König jetzt ein Feld nach vorne geht, kann Schwarz in die Opposition gehen. Was war das nochmal? Richtig, die Opposition ist es, wenn der König gegenüber dem anderen König steht. Das heißt, nur noch an einem Feld Unterschied. Jetzt ist Weiß im Zug. Weiß müsste jetzt ziehen. Wenn er den Bauern zieht, geht der König einfach wieder zur Seite. Und wir haben das gleiche Problem wie vorher. Also keine Alternative. Aber Weiß hat auch keinen anderen möglichen Zug. Weitere Möglichkeit, König geht zur Seite. Dann aber kann der schwarze König den Bauern angreifen und der weiße König muss ihn wieder decken. Also auch nichts gewonnen. Also wenn, dann geht wirklich nur nach vorne. Vielleicht macht Schwarz einen Fehler.
aber er macht ihn nicht. Wie schon vorher gesagt, so lange wie möglich auf der Reihe bleiben, wie es geht. Das heißt, hier geht er nach C7. Der weiße König geht dahinter, weil er ihn sonst verlieren würde. Jetzt ist wieder Schwarz im Zug. Wieder hat er drei mögliche Züge. Entweder die Diagonalen hinter sich oder glatt nach hinten. Wie ich schon vorher sagte, es gibt nur einen guten Zug und das ist der Zug nach hinten. Jetzt ist Weiß im Zug. Er versucht mit dem König vorzudringen. Er geht nach rechts diagonal. Jetzt hat Schwarz zwei mögliche Züge. Dass dieser Zug hier ausgeschlossen werden kann, wegen König D7, das seht ihr bestimmt. Also geht er hier hin. Weiß hat eigentlich nur noch einen Zug, wenn er Raum gewinnen will, Schach bieten. Schwarz geht natürlich nicht zur Seite, er geht dahinter. Und der weiße König muss jetzt dahinter gehen, sonst verliert er den Bauern. Und dann haben wir eine sogenannte Patt-Stellung. Was bedeutet Patt? Patt ist eine bisschen abgeschwächte Form von Matt, aber doch ein ganz deutliches Unterschied im Ergebnis. Patt bedeutet, der Schwarze, oder besser gesagt, der Gegner kann nicht mehr ziehen, aber er steht auch nicht mehr im Schach. Das heißt, er ist praktisch gefangen und ist damit bewegungsunfähig und es ist Remis. Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn der schwarze König nicht einfach nach hinten geht, sondern diagonal nach hinten. Dann überlässt der Weiß die Opposition. Schwarz muss jetzt wählen. Geht er hier hin, läuft der Bauer durch. Also geht das nicht. Geht er nach links den Bauern gegenüber, hat er ein ähnliches Problem. Der Bauer geht auch nach vorne und der schwarze König muss zur Seite weg. Jetzt hat der Weiße die Möglichkeit, nach D7 zu kommen, um das Umwandlungsfeld zu decken. Und damit gewinnt Weiß. Es gibt dafür eine simple Regel. Sollte der weiße Bauer die vorletzte Reihe mit Schach betreten, ist es Remis. Wie man hier sieht. Wie man an dieser Aufgabenstellung sieht. Schach, hintergehen, Remis. Betritt der weiße Bauer aber das Feld vor dem Umwandlung ohne Schach, gewinnt die Bauernpartei grundsätzlich. Also, wie gesagt, wenn der Bauer vor dem König ist oder nur parallel, so lange wie möglich die Reihe halten mit dem König und erst wenn es sein muss, das heißt, wenn der Bauer praktisch dem König gegenübersteht, mit dem König ein Feld nach hinten und zwar gerade nach hinten. Damit habt ihr immer das Remis in der Tasse. Da kann der Gegner noch so sehr kämpfen. Aber was ist nun, wenn der König vor dem Bauern ist? Wie in dieser Stellung. Hier ist es was anderes. Hier gewinnt Weiß. Weiß ist am Zug. Er hat die Opposition zu Schwarz. Er möchte die Opposition dann natürlich nicht gerne verlassen. Aber deswegen hat er ja einen Bauern hinter sich und er gewinnt Tempo. Es heißt auch hier, wenn der König mindestens ein Feld zwischen den Bauern Unterschied hat, gewinnt er es in der Regel. Denn jetzt muss Schwarz die Opposition verlassen. Geht er zurück, folgt der Weiße ihm. Immer die Opposition halten. Geht der König jetzt zur Seite, kann der Weiße König natürlich auch die Opposition halten, wenn er möchte, aber es bringt nichts. Es ist wesentlich effektiver, wenn er jetzt Raum gewinnt. Das heißt, er geht diagonal nach vorne, so dass er diese drei Felder unter Kontrolle hat. Schwarz kann darauf nicht betreten. Wenn Schwarz jetzt versucht, den Bauern zu holen, kann Weiß einfach mit dem Bauern vorziehen und der schwarze König hat keine Chance, jemals den Bauern noch zu halten. Das heißt, er geht zurück. Er möchte, wenn es eben geht, natürlich im nächsten Zug in die Opposition kommen. Denn wenn Weiß jetzt hierhin geht, geht Schwarz in die Opposition. Aber dann haben wir das gleiche Problem, das gleiche Prinzip. Also bringt es nichts. Und wenn er gleich hier hingeht, dann geht Weiß in die Opposition und Schwarz muss raus. Dann haben wir wieder das gleiche Prinzip, wieder Raum gewinnen, das schwarze König versucht zu kriegen, aber er kommt nicht ran, weil diesmal dieses Feld, ganz wichtig, vom Bauern abgedeckt wird. Deswegen heißt es nicht umsonst im Bauernendspielen, der König muss vor dem Bauern. Oder anders ausgedrückt, sollte der König
lange, weit vor dem eigenen Bauern die sechste Reihe bzw. die dritte Reihe betreten, gewinnt er die Partie. Wie hält man aber so eine Stellung nun, Remis? Gehen wir davon aus, das ist die Stellung und Weiß ist am Zug. Jetzt hat Weiß das Problem, er hat nicht mehr diesen Tempo. Dieses Tempozug. Er muss aus der Opposition raus. Er will natürlich noch vor dem Bauern bleiben, also geht er nach D4. Der schwarze König denkt nicht daran, die Opposition aufzugeben, er folgt ihm einfach. Und jetzt hat Weiß wieder das Problem. Geht er wieder nach vorne, geht der schwarze König ihm nach. Weiß hat keine Chance, ihn zu vertreiben. Und wenn der weiße Bauer jetzt vorgeht, gilt die gleiche Regel wie vorher. Der schwarze König hält die Linie, die Reihe und hält das Remis ohne große Probleme. Nach hinten gehen und Weiß hat keine Chance, das Remis so abzuwehren. Er verliert, das kann nicht mehr gewinnen. Wie man hier sieht. Es gibt, wenn jetzt aber Schwarz im Zug ist, wie schon vorher gesagt, muss Schwarz aus der Opposition raus und Weiß gewinnt Raum und hat Möglichkeit, den weißen Bauern den Weg zum Umwandlungsfeld zu gewährleisten. Es gibt bei diesem ganzen Bauernendspiel aber zwei Linien, die Ausnahmen sind, und zwar die Randlinien. Die sogenannten Randbauern sind, wenn Schwarz vernünftig spielt, immer Remis. Denn es gibt ein großes Problem an der ganzen Geschichte. Es fehlt eine Reihe, eine Linie, tut mir leid. Es fehlt eine Linie, wo der König hin könnte. Selbst wenn der weiße Bauer jetzt weit genug hinten ist, um den Schwarzen aus der Opposition zu vertreiben, wenn der schwarze König muss einfach nur die Linie halten. Der weiße König kann nicht Raum gewinnen. Es ist einfach nicht machbar. Also hält er die Opposition und Schwarz bleibt wieder dabei. Weiß hat keine Chance, ihn weiter zu vertreiben. Es bleibt das gleiche Problem. Hier muss Schwarz sich noch nicht mal anstrengen, weil Weiß einfach keine Chance hat. Wir bleiben aber trotzdem immer noch dabei, einfach die glatt nach hinten, damit das Remis hundertprozentig sicher ist. Aber selbst hier, Weiß hat keine einzige Chance vorbeizugehen. Kommen wir aber nun zur Stellung, was passiert, wenn der weiße König auf der letzten Reihe ist. Ist es dann gewonnen? Leider nein. Auch das ist Remis. Denn in diesem Fall sperrt der gegnerische König den eigenen König einfach ein. Weiß hat keine Chance vorbeizukommen, Schwarz ist dran, weil der schwarze König entweder den weißen König einsperrt oder auf den Bauernfang geht. Wenn jetzt der weiße König versucht rauszukommen, ist der Bauer weg. Wenn der weiße König nun versucht, den Bauern zu halten, wird der König eingesperrt. Wie man hier sieht, keine Chance, dass er rauskommt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass der schwarze König sagt, ich versuche mich selbst in die Ecke zu stellen. Selbst das ist möglich. Weiß kommt nicht durch. Also merken, Randbauern sind immer Remis, sobald der schwarze König irgendwie die Möglichkeit hat, das Umwandlungsfeld zu betreten oder den ba König der Bauernpartei einzusperren. So, und das waren die ersten Bauernendspiele in meinen Videos. Es wird noch mehr geben, es wird noch mehr Grundlagen geben, es wird noch mehr taktische Tricks da drin geben. Aber das soll es fürs Erste reichen. Ich hoffe, ihr habt was daraus lernen können. Euer Gambit-Spieler.